So, den Gruschklemmer anlegen. Stufe 5, okay, ja. So, da geht's hier vorne weiter. Tötet acht üble Familiare. So übel sind die gar nicht, die haben uns gar nichts getan. Der Mönchslehrer mit seinen Bierfässern. Cool. Stimmt, Mönche gibt es eigentlich in, glaube ich, allen Klassen. Findet Hanasua im Tal der Prüfungen. Ach, der ist zu Hause jetzt. Cool. Aber wo? Ach so, schon da oben. Hey Mann, macht mal Pause und hört mir zu, wir haben ein Problem. Hanasua, ein guter Freund von mir, ist ins Tal hinausgegangen und nicht wieder zurückgekehrt. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging er nach Norden, wo die Skorpide jagen. Vielleicht könnt ihr nach ihm suchen gehen? Die Geister haben mir gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Das haben nicht nur die Geister ihm gesagt, sondern wir auch. Hanasuas war nämlich der mit dem Skorpidstachel. Hier am Bäumchen. Wahrscheinlich hätten wir die Quest jetzt erst machen sollen, aber durch das ganze erhöht die erhaltene Erfahrung Zeug sind wir jetzt schon Stufe 5. Das ist wahrscheinlich eine Stufe 3 Quest oder so. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir jetzt den Skorpion jagen gehen und dann Meldung im Tal machen. So ist das gedacht. Krabbelkäfer, tschüss! Alter! Dieser Schrei, ey, dieser Kampfschrei, alter Verwalter. Siegesrausch, bäm. Siegesrausch können wir immer verwenden, wenn wir ein Ziel getötet haben. Also praktisch durchgehend. Das ist jetzt wirklich während dem Level, ist es die meistverwendete, neben am Charge, die meistverwendete Technik, die wir verwenden. Genau. Und wenn wir Techniken verwenden, die wir verwenden, dann verwenden wir Techniken, die wir verwenden. So. Bäm. Puff. Röms. Der Dick. Oh Mann. Zum Glück haben wir einen Chopper. Stellt euch mal vor, wir müssten das alles laufen. Das wäre super furchtbar nervig. Quasi furchtbar nervig. Haha, nicht lustig. Aber Schweinis sind lustig. Ich liebe Schweinis. Ich hätte gerne ein Hausschwein. Also so ein kleines Zwergschwein. Die sind bestimmt voll fein. Haben wir? Schwein. Dr. Wackel. Schweini. Ich habe ihn auch Brafi-Schweini genannt. Hallo, Brafi-Schweini. Abscheuliches Trikot. Oh ja, das ist es wirklich. Das ist die Hose dazu. Eieieiei. Vernichtet fünf Teufelspirscher und erhaltet das Medaillon der brennenden Klinge. Bringt Tazrills Hacke zu Großknecht Tazrill. Das ist der, mit dem wir da gerade geredet haben. Okay, also wir stellen uns jetzt vor, dass es den Troll wieder besser geht. Den haben wir praktisch gerettet. Das ist hier nämlich nicht instanziert, also der flackt immer noch tot unterm Baum. Aber ihr müsst euch einfach denken, dass wir den gerettet haben. Gell, Schweini? Oh, du bist so süß. Schweini. Bravi, Schweini. Schön, schön, schön. Tja, da kommen auch schon die Wuffis. Ultra eklig, die Viecher. Die haben keine Augen. Die spüren Mana und Auren und keine Ahnung was alles. Und diese Tentakel, die sie da auf dem Kopf haben, die saugen den Magiern das Mana ab. Habe ich in einem der Bücher gelesen. Krieg der Ahnen, das ist so ein Dreierband. Ich konnte es allerdings nie ganz durchlesen, weil, ganz ehrlich, die Schrift ist so winzig. Ich krieg danach 2 Seiten Kopfweh. Das ist voll nervig. Ich hätte es gern gelesen, aber es ging echt nicht. Ich müsste mir mal das E-Book vielleicht holen. Irgendwann.
Oder ein Hörbuch auf YouTube, das ist auch cool. So. Hier blinkt's noch. Ah, deshalb. So, dann brauchen wir jetzt nur noch das Medaillon der brennenden Klinge. Medaillon, Entschuldigung. Medaillon ist falsch. Der hat die ganze Zeit nur Siegesrausch. Das ist so krank. Im Vorbeigehen. Alter. Hat die gerade wirklich gemacht? Eieieiei. Krankes Psychomädchen. Die ist so heftig. Oh Mann, Freunde. Ah, die Farbe finde ich total cool. Dieses Blaugrün irgendwie. Schon auch grün, aber auch irgendwie bläulich. Es gefällt mir voll gut, die Körperfarbe. Und die Schattierungen. Ah, die Hautfarbe selber ist grün, aber wenn es den Schattierungen entgegengeht, dann wird es blau. Geil. Also mit dem Krieger kann man eigentlich schon recht schnell leveln durch den Charge auch und durch ja, Siegesrausch und diese ganzen Dinge. Früher war das, früher, zu Classic-Zeiten war das furchtbar nervig mit dem Krieger, weil du dich überhaupt nicht selber heilen konntest. Du bist ständig irgendwo verreckt, also ich zumindest. Jetzt ist es sehr angenehm geworden. Auch Priester zum Beispiel, der Shadow Priest macht eigentlich auch relativ viel Spaß. Mir persönlich jetzt nicht so, es ist einfach nicht so meine Klasse. Shadow Priest, meine Meinung, muss man mögen. Wenn man ihn mag und gut spielen kann, dann ist es eine super Klasse, auf jeden Fall. Aber man muss es eben mögen. Priester Heiler mag ich da wesentlich mehr. Das Problem ist, der Holy hat im Moment keine Chance gegen den Diszi. Also der Heilig-Heiler hat keine Chance gegen den Disziplin-Heiler. Was in den hohen Raids derzeit gefragt ist, sind einfach nur Diszis. Ja, und deshalb sprecht mit Meister Gadrin in Senjin. Gut, dann kann ich noch ein bisschen erzählen. Wir fahren jetzt in die Stadt. Aus dem Teil der Prüfungen raus. Stufe 6, perfekt. Genau, Druide-Heiler. Es klingt jetzt total bekloppt, aber der hat eine Fähigkeit, die ich nicht mag. Und das ist dieser bekloppte Wildpilz. Also, der nervt mich einfach nur. Und deshalb ist Druide für mich momentan keine Option. Eule mag ich nicht so sehr. Und Feral bin ich gerade am Spielen. Der ist eigentlich recht lustig. Auf jeden Fall. Genau. Vom Leveln her ist der Priester angenehm geworden. Auf jeden Fall. Selbst wenn man den Shadow nicht mag, man kann trotzdem gut Schaden mit ihm verursachen, besonders in den Levelbereichen. Ja, im Raid ist es immer was anderes. Wenn ihr dann irgendwann PvP spielt oder Raiden geht, müsst ihr es wirklich können. Aber beim Leveln müsst ihr einfach die richtigen drei Knöpfe drücken, ja, und dann war es das auch. Genau. Schwer zum Leveln. Puh. Der Frostmagier geht gut inzwischen. Der Schurke auch. Eigentlich ist alles recht angenehm. Ich meine, so ein Hexer und so ein Hunter ist immer angenehmer, als wenn du jetzt eine Melee-Klasse hast, die an den Mob rangeht und dass der Mob dich einfach selber schlägt, anstatt dein Pet. Das ist einfach immer ein bisschen unangenehmer. Aber deswegen nicht schwerer. So, zerstört drei Vorratskisten aus Nordwacht und tötet 10 Träger der Nordwacht. Vielleicht erhaltet 5 Handvoll Kriechersekret. Da kriege ich gleich Schluck auf von. Hier könnt ihr übrigens die Raptoren kaufen, wer es nicht weiß. Entschuldigung, das war ein Schluck auf. Uff, genau. Der noch. Ah ja, genau. Wir können die noch nicht mal angucken. Der Verkauf, der zeigt sie uns auch nur, wenn wir ehrfürchtig bei den Trollen sind. Senshin heißt die Fraktion, glaube ich, ne? Nee, Dunkelspeertrolle. Genau. Wer schießt da? So. Ist bei allen Reittieren so. Also ihr könnt die wirklich erst kaufen, wenn ihr bei der Fraktion ehrfürchtig seid. Außer es ist eure eigene Fraktion. Also die Horden Worgen, das sind die Ork-Reittiere, könnte ich jetzt kaufen.
Natürlich erst auf den entsprechenden Stufen. Mit 20 bekommt ihr euren ersten Reitenskill. Und ich glaube, ab dann könnt ihr auch alle inzwischen kaufen. Früher musste man dann auf Stufe 40 die Großen und auf Stufe 20 die Kleinen kaufen. Jetzt könnt ihr, glaube ich, Kleine und Große zur selben Zeit kaufen. Nicht hundertprozentig sicher, aber fast sicher. So, fertig. Schweini. So brav. Ich liebe Schweinis. Und Schweinis lieben mich bestimmt auch. Ich weiß nicht, ich habe noch keins. Eigentlich habe ich noch keins in echt gesehen. Aber ich denke, ich werd sie trotzdem mögen. Die geben gar keinen Siegesrausch. Und wie zerstören wir jetzt die Kiste? Vorratskiste. Achso, einfach einmal draufhauen. Okay, das kann ich. So, brauchen wir nur noch 4 Träger. Die spawnen hier. Und laufen dann dahinter, wo ihr die Ali-Flagge seht. Hallo. Schauen wir mal, ob wir die einholen können. Fußsoldat ist falsch, den brauchen wir. Ich glaube, da hinten legen sie ab. Da müssen wir uns jetzt sputen. Haben wir trotzdem erst 7. Mann. Naja, im Rückweg tauchen vielleicht wieder welche auf. Schauen wir mal. Bogenschützen und Fußsoldaten. Ja, geht doch. So, fertig. Hallo? Ah, wir sind im Kampf verwickelt mit den Kisten. Okay. So, jetzt. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Ich bin schon wieder so müde. Aber das seid ihr ja gewohnt, ne? Oh, Mann. Ich habe noch gar nicht unseren Status eingegeben. DNDREC. Heißt so viel wie nicht anschreiben, ich habe gerade Aufnahme. Es sei denn, du willst auf YouTube. Erhaltet 6 Proben Skorpid-Toxin, indem ihr das Totem der Giftextraktion in der Nähe eines rasselnden Skorpids aufstellt. Besiegt 12 Trupps der Nordwacht. Das Problem ist jetzt. Moment. Zerstört 3 Angriffspläne, die beim Vorposten der Nordwacht gelagert werden. Das Problem ist jetzt, wir machen ziemlich viel Schaden. Weil ich glaube, wir müssen die Skorpide erst anhauen, oder? Schauen wir mal, vielleicht können wir uns auch einfach zu ihm hinstellen. Ja, okay. Immer diese Wachen von Zenshin, die dann unsere Viecher töten, Mensch. Das war jetzt knapp. So, du auch. Totem steht. Gesammelt. Okay. Käfersaft. Wie geht's? Boah, ist das ekelhaft. Käfersaft. So, du auch. Komm mal her. Okay. Schon wieder Käfersaft. 2 noch. Nicht hauen.
So. Und der letzte. Nein. Ich klicke die immer rechts an und dann würde sie zuschlagen und ich glaube, da wäre der Skorpion ziemlich schnell kaputt. Nein, die kann bei Totem noch nicht aufstellen. Ah, hat geklappt. So, sehr schön. Machen wir die Nordwachtruppen noch eben. Angriffspläne, Tal der Prüfungen, Senshin und Orgrimmar müssen wir verbrennen. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Und natürlich Truppen töten. 12 an der Zahl. So, die ersten Angriffspläne sind, wenn ich mich richtig erinnere, hier. Krabbelkäfer. Und da liegen sie auch schon auf dem Boden. Die verbrennen nicht, die verschwinden einfach. Ist okay. Habe ich kein Problem mit. So, dann einmal Gabelung links und einmal Gabelung rechts. Ah ja, die tragen jetzt solche überall hin. Ja. Komm mit, Kumpel. Hui, du bist gar nicht tot. Jetzt schon. Huch, kommst du her? Der lacht, während er stirbt. Ach nee, das war unser Ork. Entschuldigung. Das war unsere Ork-Lady, die wieder ja, gemacht hat. Ah, die ist so geil. Ja. So, jetzt Gabelung rechts. Hier wäre dann das letzte Lager. Ich treffe mich heute übrigens noch mit meinem besten Freund in der Stadt. Viele Grüße an Robby an dieser Stelle. Und an die Niki, die mir immer fleißig Likes da lässt. Vielen Dank. Genau, treffe ich mit Robby und dann. Ich darf übrigens als einzige Robby sagen. Eigentlich heißt er Rob. Und genau, wir gehen was essen und in die City Gallery in Augsburg gehen wir was einkaufen und keine Ahnung. Ich habe eigentlich gar kein Geld, aber nicht vorhandenes Geld ausgeben ist unser Lieblings, ist unsere absolute Lieblingsbeschäftigung. Brauchen noch zwei Truppen. So. Harada. 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 Ach, Durotar heißt das Ding. Nicht Durotan, das habe ich am Anfang falsch gesagt. Stimmt. Durotan ist der Ork, den ihr Australienor kennt. Und aus Warcraft 1, 2, 3, wer es gespielt hat. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil er das erste Mal vorkam. Sowas wie der Urvater der Orks auf Draenor. Kann man das so sagen? Zumindest der Frostwolf-Orks. Darf man nicht falsch sagen, weil die Orks haben ja 1500 verschiedene Clans. Und Durotan mit N ist der Anführer der Frostwölfe. Ziemlich cooler Kerl auf jeden Fall. So, passt. Nimm mal mit. Was? Achso. Ja, Inventar ist voll. Wir haben noch keinen Mount, das heißt, also noch keinen Verkaufsmount. Müssen wir zu so einem Kumpel hier hin? Du hast den guten Stoff, okay. Dann mal her damit. Vor allem weg mit dem ganzen Schlons hier. So. Jetzt können wir auch die Quest abgeben. Tada! Okrima ist schon wohlwollend, sehr schön. Sprecht mit Räuber Yash, um nach Klingenhügel zu gelangen. Sprecht mit Gartok, sobald ihr angekommen seid. Alles.